talk. No, he died before I could get it out of him. Damit ist Granin tot. Was it the spy then? Look at this. A transmitter? Exactly. Planted to keep someone informed of his location. But does this mean Granin was the spy? Perhaps he was being used by someone else. Perhaps. This man was our comrade. Comrade or not, he's of no use to us now. I don't approve of your methods. I don't need your approval. I'm in command here. And that nuclear shell? Still feeling sore about that, are you? What are you gonna do? Report it to the authorities? This is war, Major. A Cold War, fought with information and espionage. We must root out spies wherever they hide. It is kill or be killed. Potential threats must be weeded out. Your feelings are a menace to the unity of our organization. Someone is guiding the enemy's hand. A single man can only accomplish so much. Make no mistake, there is a spy among us. But casting suspicion on our own comrades. The C-3 explosives have been stolen. You think it was the American? No. He could not have reached this fortress yet. Then who? I'd be careful about suspecting your own men. Boss! Where have you been? The fear and the end have fallen. Damn it! CIA dog? That leaves only the Fury. How can the legendary Cobras be beaten so easily? He's good. Fallen for him? Don't worry. I'll take care of him. What is he after? Must be more than just Sokolov. America is out to destroy the Shagohod and get its hands on your inheritance. The Philosopher's legacy. Huh? Impossible. The legacy, it... Then they're out to kill me as well. Colonel, tighten the security on this place. He's coming here, I'm sure of it. I'm gonna get the Davy Crockett. Boots. Make sure you polish them up properly. Da war sie ja wirklich nach dem Motto, Gott sei Dank.
Das bekam man in der Original-Cutscene nicht zu sehen, sondern nur, wenn ich R1 drücke. So, ja. Was gibt's hier? Gibt's nichts. Ich kann von hier aus schon auf die Basis schießen. Das wäre nicht das Problem. Und ich kriege langsam Hunger. Ich kann auf die Basis schießen, auf Glasnigrad. Ich kann sehen, ich kann dort eine Wache. Mit komischen weiß umrandeten Stiefeln. Aber was ich als erstes mache, ist essen. Und zwar die verdorbenen Habichtspelze. Macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Du kannst dich noch einmal Lebensmittelvergiftung anstecken. Jedenfalls in diesem Spiel. Ich habe da immer noch das Infrarotsichtgerät. Alter, wie lange ist das her, dass ich das benutzt habe? Seit die End. Das ist schon ein bisschen her. Und auf zu den Ruinen der Krasnogorje Bergspitze. Mit Instant-Nudeln und Instant-Nudeln. Ha, mit Hornissen-Uniformen kann mir die Spinne nichts. Hauptsache erstmal richtig drauf manchen. Ja, stimmt, man kriegt irgendwie ein Gegengift oder Serum von der Spinne. Und Claymore. Wow, Skorpion ist gefährlich. Au, sag ich doch. Ach ja. Wow. Und hier unten sollte meine geliebte Munition sein. Mosin-Nagant-Munition. SVD-Munition. SVD-Munition. Jetzt werde ich aber langsam ungehalten. Ich will meine zur Hölle nochmal verdiente Munition endlich. Ja, was mache ich jetzt? Ohne Mark-2-Munition kann ich dem Boss kaum gegenübertreten. Mosin-Nagant ist voll, aber Mark-2 brauche ich. Mir fällt da vielleicht was ein. Aber damit das funktioniert, muss ich vorsichtig sein. Ach ja, jetzt laufen diese Scheiß-Flammenwerfer-Typen hier rum. Nein! Das ist dieses Tut, was man hört. Die schweren Flammenwerfer wachen. Ah, da oben. Mann. Der wird gleich runterhoppeln. Danke, Sir. Gib mir meine geliebte Munition. Ein Schalldämpfer dafür. Schön und gut, aber wo ist das andere Päckchen? Lebensmedizin? Wow. Sicherlich gut. Aber Munition könnte ich mehr gebrauchen. Ja, das sehe ich, denke ich auch so. Da hinten. Da unten. Wo ich jetzt hin will, ist direkt hier unten. Fluck. So. Ist mir jetzt egal. Okay, warte mal, gibt's da noch eine Auffrischungsmethode? Wow, nein. Wow, nein. Wow, nein. Flammenwerfer ist mir dann doch ein bisschen zu heftig. Ach je, ach je. Nee, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass ich entdeckt werde eigentlich, meine ich. Bla. Ich sollte die Schnittwunde kurieren. Jedenfalls ganz gut. Nahtmaterial, Verband, Styptik, Desinfektion. So, und hier sollte es aber dann trotzdem noch ein bisschen Markmunition geben. Und hier sind Fledermäuse. Mann, Granate. Hier sollte es die geben.
Komm schon. Mann. Alles außer die Mark. Alles. Außer. Warte, es gibt hier noch eine Möglichkeit. Verband, eine Salbe. Ah. Danke. Und da ich genau bei 9 Schuss verblieben bin, heißt das jetzt, ich habe volle 25. Optimal. Hier ist noch eine Batterie. Die wir hier auch gebrauchen könnten. So zwischendurch mal. Ist das eine gute Investition? Oh, mit Investition, das Wort. Ah, da stehe ich auf Kriegsfuß eigentlich. Es hat so ein gewisses Ereignis. Sprechen wir nicht weiter darüber. Ich jedenfalls würde mal sagen, ich beende den Part gleich hier an Ort und Stelle. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Let's Play Metal Gear Solid 3. Bis dann!